Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Golf Post Talks. Heute sprechen wir mal über coole Spielformate und nervige Spielpartner. Warum genau? Und dazu kommen wir gleich drauf. Zuallererst möchte ich euch meine Gesprächspartner vorstellen. Das sind wie immer Frank Adamowitz, der ehemalige Playing Pro und bis heute noch Teaching Pro. Wer Stunden buchen will im Golfclub St. Leonroth, ist es möglich. Er war lange Jahre, unzählige Male DGL-Meister als Coach und auch Nationaltrainer, dazu auch Autor vieler Trainingsbücher. Etwas später gleich mit dabei, Michael Basche, den erreichen wir heute in Irland. Er ist lange Jahre schon Golfjournalist, auch bei Golfpost viele Jahre schon Autor, außerdem diplomierter Golfbetriebsmanager und Buchautor des fantastischen Werkes 101 Dinge, die man über Golf wissen muss. Und zumindest Frank habe ich schon mal mit dabei. Hallo Frank. Ja, hallo, lieber Tobi und hallo, liebe Golffreunde. Ich hoffe, wir werden euch wieder was Spannendes heute bieten. Wir geben Vollgas. So machen wir das. Und somit, damit steigen wir auch gleich direkt ein mit Vollgas. Vollgas hieß es nämlich nach 3 Wochen Pause, diese beziehungsweise vergangenes Wochenende, endlich auch wieder auf der European Tour. Die ist wieder auf dem Kontinent gelandet nach, ja, wie gesagt, nach einer Pause und nach den Trips in den Mittleren Osten. Zuletzt. Wir schauen einmal direkt aufs Leaderboard. Mit Pablo Larrazabal hat ein Altbekannter gewonnen mit einer fantastischen Finalrunde von 8. Und da hat er sich den Sieg noch geholt. Ist außerdem für ihn natürlich ein Heimspiel gewesen. Bester Deutscher, auch mit einem richtig guten Ergebnis, auch wenn er am Sonntag nicht mehr so viel zulegen konnte, war Yannick Paul auf dem geteilten 10. Platz. Ja, aber für ihn nach der Pause auch ein richtig gutes Ergebnis. Kann natürlich die Punkte fürs Race to Dubai gut gebrauchen. Frank, Yannick Paul, auch lange Zeit mit seinem Zwillingsbruder in der Bundesliga gespielt. Jetzt gehen die beiden ganz verschiedene Wege. Was sagst du zum Turnier von Yannick? Ja, ich bin begeistert. Wie gesagt, das ist ein Name, wo die meisten vielleicht sagen: Mensch, wer ist Yannick Paul? Ist vielleicht noch nicht so bekannt. Aber das sind Zwillinge. Der Zwillingsbruder spielt ja auch, aber mehr in Amerika. Und ich meine, Top Ten ist natürlich immer toll. Wenn ich da richtig informiert bin, ist eben Top Ten heißt, du kommst dann, auch wenn du keine Berechtigung hättest oder Einladung hättest, du kommst in die nächste Woche wieder rein. Wow, das hilft natürlich. Wir noch ein zweites Turnier, was du sicher spielen kannst. Weil ich weiß ja nicht ganz genau seinen Status, aber er wird ja auch immer dann nur reinrutschen, wenn dann Plätze frei sind. Aber mit dem Top Ten bist du nächste Woche dabei. Wow, also darauf kann man ja aufbauen. Und dass die Jungs spielen können, das haben sie bewiesen. Im Golfclub Mannheim Firnheim sind sie groß geworden, Bundesliga gespielt, gut gespielt, auch so als Nationalspieler unterwegs gewesen. Ja, das sind neue Namen, da werden wir uns alle dran gewöhnen müssen und dürfen. Wir sind ja froh um jeden mehr Tourspieler, den wir haben. Denn ich meine, so ein Sport lebt ja davon, dass man eigene Leute hat aus dem eigenen Land, die dann ordentlich spielen, wo man gerne hinguckt und dann interessiert ist, wie hat denn der und der gespielt. Ja. Toll, es wird. Zum Sieger kann ich noch kurz sagen, Paul Larrazabal, das ist auch so ein Spieler, das ist irgendwie phänomenal, finde ich. Wenn man den so spielen sieht, dann würde man ja vielleicht denken können, naja, auf der Tour spielt er gar nicht so. Der hat so ein bisschen wackeligen Schwung, peitscht mal in die Erde rein, haut riesen Divots immer raus. Aber ein richtig guter, das meine ich positiv, so richtiger Mörderspieler, so richtig voll Beißer, konzentrierter Spieler. Und der hat mittlerweile schon seinen 7. Sieg da reingeholt auf der Tour. Wow, das muss ich erstmal schaffen. Ich meine, 7 Siege, das ist eine Menge. Die Spanier haben immer wieder gute Spieler. Aber er ist eigentlich einer so, der, ich sage das immer, das hört sich jetzt frech an, er ist golferisch ein bisschen limitiert. Also es gibt da welche, die können ja viel mehr, viel weiter schlagen, ganz andere irre Schläge machen. Aber der hat so ein Gesamtpaket, was eben sehr, sehr gut ist. Und ein Beißer vor dem Herrn. Der hat auch meines Erachtens schon mal in Deutschland die BMW Open gewonnen. Also den kennt man schon. Wow, 7. Sieg. Also hey, Hut ab. Fantastico. Ja, Frank, du erwähnst es gerade, Pablo Larrazabal, interessanter Mann, auch ein sehr interessanter Schwung, wie du gerade tatsächlich sagst, haut immer ein Mega-Schnitzel raus, ist unheimlich steil in seinem Schwung. Ja, genau, dadurch entstehen natürlich auch riesige Divots. Ja, Frank, was bedeutet es für so einen Tourspieler in dem, ja, ist er ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, wir haben gerade über Yannick Paul kurz gesprochen, er ist so ziemlich genau das andere Ende sozusagen von so einer, wenn man mal so auf so eine Karriere schaut. In dem Alter noch gegen so ganz junge Spieler zu bestehen, während wir hier auch nochmal ein paar Aufnahmen von Yannick Paul sehen, das ist schon was Besonderes. Absolut, ich meine, klar, also
Für beide, sage ich mal. Also erstmal nochmal, Yannick Paul, toller 10. Platz und das bringt ihn in die nächste Woche rein. Wow, das ist ja schon mal irgendwie ein geiles Gefühl für ihn. Er ist ja schon wieder voll motiviert, nächste Woche wieder 4 Runden zu spielen. Larisa Ball, wie gesagt, das ist ein Spieler, also der beeindruckt mich schon, weil er eben nicht so dieser perfekte Spieler ist und nicht den Mega-Golfschwung hat und nicht Wundersachen macht, wie so manche andere super bekannte Spieler. Aber der setzt sich durch, der gewinnt zum 7. Mal auf der DP World Tour, heißt er mittlerweile, müssen wir aufpassen, wie wir das sagen. Wow, das ist ja Wahnsinn. Also toll, letzte Runde 62, muss ich auch mal hinlegen, ja. Hat BMW Open schon gewonnen, also der Golf-Fan kennt ihn. Und für mich als Trainer, ich finde es halt toll, dass er eben zeigt, dass du nicht der Superhero sein musst, alles perfekt machen können musst, sondern dass ich, das meine ich jetzt nicht abwertend, auch mittelmäßige Dinge, wenn sie konstant genug kommen, ja irgendwas bringen können. Und das ist Larisa Ball, also toll. In einem Wort, das ist der Larissa Ball. Sehr gut, in einem Satz besser gesagt. Gucken wir aufs andere oder ans andere Ende der Welt. Da haben nämlich die Damentour, die europäische Damentour, Ladies European Tour heißt sie korrekt gespielt. Gewonnen hat Megan McLaren, eine Engländerin, um die deutschen Starterinnen. Zu finden müssen wir diesmal tatsächlich ein bisschen weiter runter scrollen, auch wenn sie sonst so stark spielen. Gerade auf der Ladies European Tour, Luisa Dittrich und Franziska Friedrich teilen sich unter anderem den 36. Rang. Frank, hast du schon mal in Australien Golf gespielt? Nee, komischerweise nicht. Ich war einmal in Australien, ich war 5 Tage in Sydney, eine der schönsten Städte, die ich je besucht habe. Golf gespielt leider noch nicht, aber es gibt da super tolle Golfplätze, ganz klar. Man muss halt sagen, es sind nicht jetzt nicht alle wirklich guten, auch von den Deutschen, nicht alle, die hätten spielen können, dahin geflogen, weil für ein Turnier nach Australien, das Preisgeld ist ja immer noch bei den Frauen unterirdisch schlecht. Die Siegerin, die wir hier sehen, die strahlt zwar, natürlich strahlt sie, wenn sie gewinnt, aber die gewinnt mal gerade 36.000 Euro. Als Siegerin ist es nicht gerade üppig und Australien ist ja doch, egal wie man es macht, von dieser 8-10-Tage-Reise, die man da auf sich nehmen muss, auch teuer. Also dann wird der andere wird gesagt haben, hey, lohnt sich das? Ist nur ein Turnier, dann ist wieder eine Pause. Also bleibe ich lieber zu Hause, trainiere vielleicht und lege dann ab jetzt in ein, 2 Wochen geht es ja wieder richtig los. Mach vielleicht wieder eine Pause, trainiere gut und spiele dann die ganzen Turniere durch. Das ist immer so ein, die Damen sind ja froh um jedes Turnier, aber dann hast du ein Turnier in. Erstmal gar keins, dann hast du eins in Dubai, dann wieder eine Pause, dann Australien, hast wieder eine Pause. Das ist ja nicht so ganz einfach. Bei den Männern ist das ein bisschen logischer oft hintereinander gelegt, dass auch die Reisesachen irgendwie logischer sind. Und wie gesagt, das Preisgeld. Ich meine, wenn ich das richtig weiß, der Larisa Ball hat 320.000 Euro gewonnen. Die beste Frau gewinnt 36.000. Hallo? Das ist natürlich schon die Beste, die Siegerin. Das sind die beiden Mädels von uns, weiß ich nicht genau, die haben vielleicht 1700, 1800 Euro gewonnen. Da hast du nicht mal die Kosten gedeckt. Und die haben gut gespielt. Ja. Ja, ich glaube, es waren so um die 2000 Euro. Ich habe aber mir das auch nochmal angeschaut heute. Die Letztplatzierte, die den Cut geschafft hat, hat, glaube ich, noch 600 Euro bekommen. Das dürfte nicht mal im Frachtraum eines Tankers die Kosten decken, um nach Australien zu kommen. Ja. Das ist nach wie vor ein Riesenproblem. Wahrscheinlich in die Überlegung zu sagen, hey, lohnt sich das? Klar, wenn ich gewinne, ist schon schön, aber gewinnen tut nur einer. Muss man abwägen. Wenn es strapaziert, ich meine, Australien ist ja weit weg. Du sagst Australien 11 Stunden oder wie viel Zeitunterschied, bis du wieder zurückkommst, bist du wieder völlig verdreht. Das sind schwierige Entscheidungen. Mache ich das nicht? Ja. Ja, jemand, der eine einfache Entscheidung zu treffen hatte kürzlich, ist Michael Basche, denn er hat einen Ruf nach Großbritannien erhalten und dort erreichen wir ihn jetzt auch. Michael, ich hoffe, du hörst uns. Ich höre euch und auch mit ein bisschen Verspätung, sorry dafür, ein Gruß an die Golfpost-Zuschauer und an euch beide natürlich auch. Danke, dass ihr mich noch dazugeschaltet habt. War nicht so einfach, wenn man in der irischen Landschaft unterwegs ist, aber was tut man nicht alles, um mit euch zusammen ein bisschen über Golf zu reden? Michael, wir haben lange überlegt, ob wir das machen, aber jetzt war die Entscheidung doch ganz gut, glaube Ja, ich. dass ihr mich so pflegt, das finde ich sehr großartig. Da bin ich ganz, bin ganz gerührt. Ja, sehr gut. Ich denke, man wird sich diese Woche in Irland auch die restlichen Tage noch gut um dich kümmern und du wirst uns viele interessante Eindrücke, Bilder und Berichte von den irischen Linksplätzen entlang der Atlantikküste mitbringen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du da, ne? So ist das. Und noch sagt der Wetterbericht, es wird nicht allzu windig, Gott sei Dank. Schade. Ja, Sehr gut. Okay,
Dann sind wir jetzt sozusagen vollzählig und Michael, du bist gerade recht gekommen, um mit uns über die PGA Tour zu sprechen. Dort gab es diese Woche ein interessantes Format, das gespielt wurde. Und dieses Format ist auch der Grund, warum wir uns heute gedacht haben, mal ein bisschen über verschiedene Spielformate zu sprechen und alles, was sie so mit sich bringen, nämlich auch unter anderem lustige, nervige oder wie auch immer geartete Spielpartner. Schauen wir aber erstmal noch kurz aufs Ergebnis. Auch hier, Xander Schauffele und Patrick Cantlay haben die Sache am Finaltag geritzt, ohne sich da verheben zu müssen. Sie hatten den Grundstein dafür an den ersten 3 Tagen gelegt und gewinnen schlussendlich mit 2 Schlägen Vorsprung. Ja, so Team-Events. Frank, du kennst es von allen Seiten. Was ist dein, bevor wir gleich noch das Thema noch mal ein bisschen anders aufrollen, was ist dein Lieblingsspielformat? Was spielst du am liebsten auf so einer Freizeitrunde oder auch im Turnier? Ja, wie du ja zu Recht sagst, ist ja meistens immer, spielt man nur seinen eigenen Ball für sich alleine und vor sich hin, was ja auf Dauer auch ein bisschen langweilig ist. Ich bin ein Freund von so Vierer-Sachen oder auch Scramble, die Leute lieben das, ja. Und ich meine, Vierer, das war ja gestern, Vierer heißt ja also ein Ball abwechselnd spielen. Hat man gestern auch gesehen, wie schwer die sich getan haben. Es war kalt, war windig. Du kommst dann, weil du ja nur einen Ball hast und immer abwechselnd nur geschlagen wird, du kommst manchmal gar nicht in so einen Schlagrhythmus rein. Also das ist die absolut schwierigste Form. Und ich sag mal, das wäre auch für die meisten Amateure nicht so wahnsinnig aufregend, weil du auch erstmal zu wenig Schläge machst und dann machst du manchmal, dauert es 4 Löcher, bis du mal wieder einen langen Schlag machst, wie sich so eine Runde gerade entwickelt. Vierball, Bestball macht natürlich Spaß. Das heißt, jeder spielt seinen Ball und dann wird der Beste ausgewählt. Oder Chapman Vierer. Beide schlagen ab, dann wird der zweite Schlag getauscht. Beide machen mit dem anderen Ball den zweiten Schlag und dann wird entschieden. Also so, dass man auch ein bisschen mehr zum Schlagen kommt. Das ist das, was die Leute natürlich gerne wollen. Aber ich bin Freund dafür. Es müsste viel mehr gemacht werden als immer diese Ego-Einzelrunden. Das ist meine Meinung, ja. Und Scramble ist das Spiel schlechthin. Im Scramble, wenn dann, sag mal, 4 Leute Scramble spielen, da liegen sie wildfremd in den Armen, weil plötzlich einer Putt einlocht, da haben sie das Loch super gespielt, dann kommen da Runden raus, die würden sie nie alleine schaffen, aber bei viermal die Chance jedes Mal kommen natürlich tolle Ergebnisse raus, also auch von der Motivation her super. Es gibt da schon schöne Sachen, die man viel öfters in den Clubs anbieten sollte. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das Stichwort, das ich jetzt gerne zur Überleitung nutzen möchte, war Ego Einzel. Michael, dein Kommentar. Mein Kommentar, vielen Dank. Ja, heute heißt es mal The Bad and the Good, weil sich das gerade so schön anbietet. Und sorry, liebe Golfgemeinde, ich muss nochmal mit Greg Norman nerven, denn er war einmal mehr mein Aufreger der Woche. Es ist schlichtweg infam und unverschämt, wenn der Australier davon redet, bei der 150. Open Championship noch einmal die sportliche Herausforderung zu suchen und eine Starterlaubnis des R&A per Sondergenehmigung quasi als Formsache ansieht. Das ist genauso verlogen wie die angeblich hehren Ziele, die er mit seinem Konkurrenz-Circuit vortäuscht und vom blutigen Geld der Saudis, das ist ein Zitat der Washington Post, finanziert. In Wahrheit will Norman bloß Unruhe stiften, sich ins rechte Licht rücken, seinen Narzissmus und Revanchismus pflegen. Seine Bitte um eine Sondergenehmigung ist pure Schau, Aufmerksamkeitsgier, eine Farce. Er weiß ganz genau, dass er mit seiner Attitüde und seinen Golfumtrieben beim Establishment längst persona non grata ist und dass er diese Erlaubnis nie bekommen würde. Der R&A hat dem Spuk auch schnell einen Riegel vorgeschoben und Normans Ansinnen mit der kalten Schulter abgewimmelt. Gut so. Dafür darf der weiße Hai, er sieht seinem Spitznamen ja auch immer ähnlicher, das Finale seines LIV Golf Invitational bei Donald Trump in Doral austragen. Der Orangene, ebenfalls von der PGA Tour sowie den Major-Veranstaltern ausgebotet, ist eine Mischpoke vom selben Schlag. Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Wie das auch anders geht, haben Xander Schauffele und Patrick Cantlay bei der Zurich Classic bewiesen. Und damit sind wir in den roten, den guten Zahlen auf der Scorekarte. Ziemlich beste Freunde, heißt es in der Überschrift unseres Abschlussberichts vom Turnier. Es war eine Freude, den beiden und dem gesamten Turnier zuzuschauen, das bei aller sportlichen Ernsthaftigkeit und wirtschaftlicher Bedeutung für Teilnehmer wie Fans und Zuschauer ein echtes Spaßevent war. Schade, dass mit dem VGC Matchplay und jetzt dem Teamwettbewerb in New Orleans die Zeit der mal anderen Golfturniere weitgehend vorbei ist. Mit ein paar Ausnahmen wie dem Scandinavian Mix von Annika Sörenstam und Henrik Stenson beispielsweise. Es täte auch dem Profigolf und seiner öffentlichen Wahrnehmung gut, wenn nicht ständig 72 Loch Stroke Play gespielt wurde. Gän.
Jetzt finde ich vor lauter Lachen die Knöpfe nicht mehr. Ja, vielen Dank, Michael. Genau, damit sind wir dann sozusagen auch beim Thema. Wir lassen Greg Norman heute einfach mal Greg Norman sein und konzentrieren uns auf das zweite große Thema dieses Kommentars sozusagen, nämlich interessante Turniere und alles das, was es mit sich bringt. Spielpartner, Regelfragen, hoffentlich auch viel Spaß. Natürlich auch soll das Ganze auch so ein bisschen den Ehrgeiz wecken. Und ich denke, so eine Mischung aus allem zu finden, ist wahrscheinlich auch bei jedem anders. Es geht für jeden um was anderes, wenn er auf den Golfplatz geht. Aber dafür gibt es eigentlich so viele verschiedene Spielformate. Warum glaubt ihr, ist es so schwierig, das zu etablieren, ganz egal, ob jetzt im Amateurbereich oder auf der Profitour. Denn auch für Amateure sind ja doch die mal, klar, hier und da gibt es mal ein Scramble-Format. Ein sehr schönes Scramble-Format gibt es übrigens, das kann ich hier fantastisch unterbringen, auf der Golfpost-Tour. Mehr dazu unter tour.golfpost.de. Da wird zum Beispiel Scramble gespielt. Es gibt etliche Sonderwertungen, auch sowas wird oft außer Acht gelassen. Ist jetzt natürlich auf der Tour vielleicht nicht so angebracht, da irgendwelche Sonderwertungen noch auszuloben, aber für so Freizeitgolferinnen, was glaubt ihr, warum wird das so selten angeboten? Ist das wirklich was selten nachgefragt wird, oder ist es zu umständlich, es zu organisieren? Woran liegt es? Also ich glaube, dass im Amateurbereich hat es vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass viele von diesen, ich sag mal, Spaßspielformen natürlich nicht vorgabewirksam sind und nichts fürs Handicap beisteuern. Und sehr viele haben doch sehr stark ihr Handicap im Fokus, wenn sie auf den Golfplatz rausgehen. Das ist, glaube ich, das eine. Das zweite ist halt, man muss gelegentlich halt mit alten Zöpfen mal brechen. Und da tun sich halt auch viele Anlagen schwer. Das ist einfacher, einen Monatsbecher zu machen, Stable vorzurechnen, was auch immer, statt mal sich über ganz schräge Spielformen Gedanken zu machen und damit vielleicht ein bisschen mehr Spaß in die ganze Sache zu bringen. Kürzere Turniere zu spielen, mehr gesellig, mehr Entertainment. Dann ist dann der eine wieder, fühlt sich wieder auf die Füße getreten, weil es nicht mehr traditionell ist. Also ich glaube, da kommen ganz viele Argumente zusammen. Mhm. Was spielst du denn am liebsten? Frank, habe ich das ja eben schon gefragt. Was ist denn dein favorisiertes Format? Naja, meinen grauen Haaren sieht man, ich bin Matchplay. Ich finde, play the ball as it lies, die Urform des Spiels. Ich sehe da immer ganz schlecht aus, aber egal. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Schlag um Schlag, finde ich großartig. Auch so ein bisschen Kick, deswegen kann man ja trotzdem eine gute Stimmung auf dem Platz haben. Man muss ja, ich bin auch keiner, der dann im Matchplay rumturnt wie Ian Poulter in seinen besten Zeiten. Ich kann auch nicht so gut Golf spielen, aber ich finde, das ist so eine pure Form, wo auch noch mal Leidenschaft drin ist. Hast ein Loch verloren, dann gehst du raus und versuchst es wieder. Aber du kannst es abhaken. Du trägst nicht auf einmal irgendwie ein Doppelbogey auf die nächste Bahn oder so. Also ich finde, das ist einfach ehrlicher und das mag ich unheimlich. Und das andere ist halt, ja, das Scramble ist gesellig. Das ist eine klasse Geschichte, um Leute zusammenzubringen und Spaß zu vermitteln. Aber es gibt halt sehr, sehr viele andere Spielformen, die dann immer in Turnieren zum Tragen kommen, wenn irgendwie gefeiert wird. Also wenn es um nichts geht, außer nur um Spaß. Dann kommen auf einmal ganz witzige Spielformen zustande. Und das könnte man viel öfter machen. Einfach was trauen. Ja, ich muss ja auch sagen, mir gefallen so Spielformate am besten, wo ich nur jeden zweiten Schlag machen muss. Denn das ist meistens gut für alle Beteiligten. Du hast aber einen weiteren Punkt noch angesprochen, Michael. Teamformate, das setzt natürlich auch voraus, dass man erstens einen geeigneten Spielpartner, eine Spielpartnerin entweder mitbringt, vorfindet, auf jeden Fall dabei hat. Das setzt auch voraus, dass es, wenn es dann Spaß machen soll, dass das gegnerische Team oder allgemein die Spielpartner das ähnlich sehen und ähnlich viel Spaß haben möchten und nicht zu ehrgeizig sind. Du hast es, wie gesagt, gerade angesprochen, Michael. Es gibt 100.000 Typen von Golferinnen und Golfern.
es gibt Pedanten, Wüterische, es gibt Leute, denen es nur um Spaß geht, wo jeglicher Ehrgeiz fehlt. Es ist sicherlich dem einen, der anderen, das eine oder das andere angenehmer als das Gegenteil. Aber im Endeffekt geht es ja immer darum, dass es auch wieder so ein außenstehender Faktor ist oder so ein nicht beeinflussbarer Faktor wie das Wetter im Endeffekt. Frank, wenn ich dich als Golflehrer frage, der du bist, wie gehe ich damit um? Ich will mich natürlich nicht von einem zu spaßigen Spielpartner, will ich mich ja auch jetzt nicht irgendwie, ich will mich ja nicht nur kaputt lachen, ich will mich vielleicht auch noch ein bisschen auf mein Golfspiel konzentrieren. Und andersrum, wenn da einer nur rumwütet und sich total unzufrieden ist, will ich mich von dem auch nicht runterziehen lassen. Sehr spannendes Thema. Ich mache ja mittlerweile seit Jahren schon Golf- und Mental-Workshops, also einen ganzen Tag Training mit einer Gruppe in verschiedenen Clubs in Deutschland. Also man kann mich da auch buchen oder anrufen, wenn man da Interesse hat. Das macht immer sehr viel Spaß. Und ein Riesen Thema, ich muss immer aufpassen, dass ich dann für das Thema nicht irgendwie zu viel Zeit verschenke, ist eben mittlerweile Flightpartner, Mitspieler. Wo ich immer frage, was ist denn jetzt mit dem? Will er dich umbringen? Hat er ein Messer in der Hand oder was ist da los? Ja, dann ist die Stimmung schlecht und dann macht der eine macht dies und der andere macht immer das und dann ist immer das. Das muss ich muss dann immer ein bisschen in mich gehen, einfach mal mich ein bisschen sammeln und verstehen, was die Leute meinen. Ich weiß nicht, was sie meinen. Ich meine, wir sind alle heute immer, wir werden alle immer komplizierter, wir sind alle immer ein bisschen mehr so egoistischer. Und ich meine, du kannst dir die Welt ja nicht so schnitzen, wie du sie gerne hättest. Wenn du sie so haben willst, dann darfst du halt kein Turnier spielen. Dann musst du halt jede Runde mit deinem besten Kumpel spielen, wo du immer mitspielst. Das machen ja auch immer mehr Leute, verstehe ich. Aber wenn ich jetzt ein Turnier spiele und bin eingeteilt, dann muss ich halt mit den zwei, drei Menschen klarkommen. Und jedes Mal sage ich immer nur, Leute, wenn da irgendwas ist, was euch stört, das macht der andere ja mit Sicherheit nicht mit Absicht. Aber da müsst ihr halt mal kommunizieren. Die Leute reden da nicht miteinander. Die muffen sich dann 4 Stunden gegenseitig an und nach der Runde stellen sie fest, das war heute scheiße, weil die waren so komisch, die Mitspieler. Wir Profis spielen um Geld. Also ich habe noch nie einen komischen Mitspieler. Aber es gibt natürlich Menschen, wo ich weiß, mit denen würde ich nachher nicht unbedingt wegfahren wollen oder verreisen wollen oder Bier trinken wollen. Okay. Aber auf diesen 4 Stunden 18-Loch-Runde muss es doch machbar sein, dass wir Menschen schaffen, miteinander klarzukommen. Ich verstehe die Problematik immer, ja. Und na klar, jetzt sage ich mal, wenn wir alle lachen, früher war es wirklich besser. Wenn früher 4 Leute gespielt haben, nur zum Beispiel, 4 Leute haben früher gespielt. Früher schon 20, 30 Jahre her. Und der Erste, der eingepattet hat, das war der hat die Fahne genommen. Der war ja fertig. Das war die Fahne. Dann haben die anderen zu Ende gepattet und der hat dann die Fahne rein und dann sind sie gemeinsam los. Heute, der Erste, der fertig ist, rennt vom Grün. Wo der hinrennt, weiß ich nicht, rennt woanders hin. Der Zweite rennt hinterher, wenn er fertig ist. Und der Letzte steht da, muss den Meterpart noch lochen, muss die Fahne einlochen, muss hinterher rennen, weil die schon losgerannt sind. Das sind natürlich, wie soll ich das, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, das sind natürlich Etikette, Verhaltensformen, die sind echt Mist. Ja? Aber ich werde sie nicht ändern, wenn ich an dem Tag nichts sage, aber 3 Tage später mich irgendwo ausweine und sage, ja, das war aber so und so, das war alles ganz blöd. Leute, redet doch miteinander. Das macht ihr doch in anderen Bereichen auch. Das kann ja so schlimm gar nicht sein. Und manchen ist es gar nicht bewusst, dass sie stören, obwohl sie dauernd stören. Ja, du kennst das vielleicht so, jeder kennt das. Du stehst am Ball, willst putten, plötzlich kommt einer dahinter angelatscht, will in der Verlängerung gucken, wie du puttest. Verstehe ich. Aber es stört mich. Wenn er da schon gestanden hätte, wäre okay. Aber er kommt dann erst angewackelt, wenn ich dann dabei bin. Sage ich ihm das bitte einmal. Vielleicht muss ich es dreimal sagen. Beim vierten Mal macht das nicht mehr. Worauf ich immer hinaus will, ist immer, ihr müsst lernen, liebe Golfer, dass ihr eure Welt, euren Moment, wo ihr spielt, wo es für euch wichtig ist, den müsst ihr euch so gestalten, dass es so ist, dass ihr gut spielen könnt. Und dazu muss man miteinander reden. Und wenn es halt an dem Tag mal nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. So, ganz einfach. Ende. Michael, wie sieht es bei dir aus? Wie gut kommst du mit nervenden, warum auch immer sie nerven, mit nervenden Spielpartnerinnen zurecht? Wie gut komme ich mit denen zurecht? Kann ich relativ einfach sagen, bin da ziemlich dickfällig. Ich habe den einen oder anderen Freund, der gerne dazu neigt, wenn der erste Abschlag nicht sitzt, schon mal kräftig mit dem Schläger auf den Boden zu stampfen. Und je nachdem, wie gut ich ihn kenne, gibt es dann so eine richtige flapsige Ansage. Das Wutmännchen, wenn er jetzt zuhört, wird wissen, wen ich meine. Und dann ist dann gut. Das ist das eine. Dann weiß man, man kennt sich gut genug, dann kann man auch mal eine kleine Spitze loslassen und dann weiß er auch, okay, jetzt war es too much. Ja, und ansonsten gewöhnt man sich im Laufe der Jahre ein dickes Fell an, weil natürlich kann man sich die Partner nicht aussuchen, will man auch gar nicht. Und wenn da irgendjemand
dickfällig ist und hartleibig und meint, er muss da seinem Ego auf seinen Ego-Trip gehen während der Runde. Ja, dann viel Spaß, schönes Spiel. Dann spielt man halt nebeneinander her und nicht miteinander. So einfach ist das. Danke. Ja, das soll es ja im Normalfall aber natürlich nicht sein. Besonders anstrengend wird es ja meistens dann, wenn es nicht nur nervig ist, sondern es unter Umständen auch noch um die allseits geliebten Golfregeln geht. Die sind ja nun seit knapp anderthalb Jahren, na, ich weiß nicht, ob sie einfacher geworden sind, aber es sind auf jeden Fall weniger geworden, aber es ist nach wie vor furchtbar kompliziert. Ich habe mal zwei kleine Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel dieser fantastische Schuss, vielleicht erinnert sich noch jemand von vorletzter Woche, von Dylan Fratelli auf der PGA Tour. Der hat aus einem Baum gespielt aufs Grün und tatsächlich das Paar gerettet. Blöderweise hat er trotzdem zwei Strafschläge bekommen, weil er nämlich mit seinem Ball in einer Linie stand. Ich glaube, eine Regel, die nicht allzu oft zur Anwendung kommt und deshalb vielleicht vielen Leuten nicht so richtig präsent ist. Nichtsdestotrotz eine Geschichte, die natürlich mit zwei Strafschlägen bedacht wurde. Andere Geschichte, jetzt gerade hier vom Wochenende, wo ist der Ball runtergekommen? War er schon über dem Hindernis, war er noch nicht übers Hindernis, müssen sich Spieler einigen. Wir sehen hier gleich nochmal den entsprechenden Ball auch. Wie gehe ich, weil ich finde, wie gesagt, das ist nochmal ein Sonderfall innerhalb dieser Flypartner-Geschichten. Wie gehen wir damit um, Frank? Ein Spieler behauptet, dieses oder jenes sei eingetreten, ich bin vielleicht anderer Meinung oder habe es gar nicht gesehen. Was machen wir hier am besten? Also fangen wir mal eben mit der Sache mit dem Fratelli an, der da aus diesem, weil diese Bäume da, also dieses komische Zeug, was so runterhängt, der Ball hängt da drin und er spielt den. Hey, die beiden Strafschläge, ich weiß, die Regel ist so, ist Schwachsinn, die beiden Strafschläge, sorry. Ich finde das so eine geile Nummer, ja, der steht da und haut da oben den Ball raus, macht doch den Putt rein, macht Paar, das ist doch eine geile Nummer. Endlich mal was zu reden. Nee, zwei Strafschläge, weil diese Regel ist schon 80 Jahre alt, man darf nicht wie so ein Cricket-Spieler mit dem, so. Also, okay, muss ich nicht verstehen, gibt aber viele Sachen, die ich verstehen muss, aber das ist eine, die verstehe ich gar nicht. Jetzt die andere Sache mit dem Vierer jetzt, wo der Abschlag da so lang war und dann eben die Frage war da jetzt außerhalb gelandet oder innerhalb? Keiner von den Vieren hat es gesehen. Okay? Aber Horschel behauptet, er ist außen rausgekommen. Hätte ich genauso gesagt. Wenn ich selber Spieler bin, sage ich nicht, nee, ich will gerne da hinten droppen, ja, in einem Ort. Na, ist ja klar. So, aber jetzt mal, um das mal vernünftig rüberzubringen für euch Amateure, wenn es so schwierige Sachen gibt, dann braucht man sich gar nicht streiten, diskutieren und sonst was machen. Es gibt immer die Sache, zwei Bälle zu spielen. Ja, du spielst einen Ball mit deiner Version und den anderen Ball mit der Version von deinem Zähler. Und dann hat man zwei Bälle, zwei Scores an dem Loch und nach der Runde wird die Karte erstmal nicht unterschrieben, sondern man geht dann zur Wettspielleitung und sagt, pass mal auf, das und das ist da und da gewesen, könnt ihr das mal bitte klären. So, dann entscheiden das nachher ganz andere Leute und dann ist die Sache beendet. Bevor man da draußen jetzt Stress kriegt, diese Regelkenntnis, jetzt bin ich mal frech, manche behaupten oder viele behaupten, sie würden die Regeln kennen. Ich behaupte das Gegenteil. Sie kennen die Hälfte. Wo es, wenn ich energisch genug auftrete vor anderen Spielern, kann ich mir natürlich so ein bisschen Status erarbeiten, dass sie sagen, ja, der hat ein besseres Handicap, höre ich immer, der kennt die Regeln besser, der hat das aber so gesagt. Ich bin aber der Meinung, das war ganz anders, ja. Also, damit da eben kein Streit entsteht, zwei Bälle spielen. Und dann das Wettspielleitung nachher entscheiden lassen. Ist gar nicht so kompliziert. Und dann spielt man in Ruhe weiter, bevor da sinnlos rumdiskutiert wird, zweiliger sich noch gestritten wird, notfalls. Das bringt alles gar nichts. Es gibt die anderen Möglichkeiten. Und die ist dann für mich, finde ich, stressfrei. Aber ist es denn wirklich so? Spielt man wirklich in Ruhe weiter? Ich kann für mich als leider Gottes sehr unregelmäßiger Golfspieler sagen, dass ich doch in meinem Schneckenhäuschen am liebsten bin. Und mich dann nicht auch noch mit irgendwem über Golfregeln diskutieren muss, bin ich mir ziemlich sicher. Das muss man ja dann nicht mehr. Man hat ja zwei Versionen. Das ist ja nicht. Das würde ja voraussetzen, dass der andere sagt, ja, du hast recht, ich spiele einen Regelball, so machen wir weiter und dann ist die Sache durch. Aber das ist ja nur, würde ich auch behaupten, in mindestens der Hälfte
der Fälle so, dass dann erstmal der andere keinen Bock hat, diskutieren will, weil er sich sowieso 100% sicher ist. Und dann bin ich für mich, ich bin dann schon raus. Da ja, aber dann, hast du aber den falschen Partner. Dann ist nicht die Regel das Problem, sondern der Partner ist das Problem. Das würde ich sowieso in den meisten Fällen behaupten. Auf so eine Kompromissgeschichte einlässt, die völlig regelkonform ist und sagt, du pass auf, komm, das klären wir nach der Runde, dann müssen wir uns jetzt hier nicht mit der Diskussion die Runde versauen. Dann ist die Runde mit oder ohne Regelverstoß versaut und dann ist es eigentlich auch egal. Also das ist immer so genau dieser Punkt. So es wird diskutiert auf Teufel komm raus, statt genau das, was Frank sagt. Lass uns das Loch zu Ende spielen, nach deiner Version, nach meiner Version, und am nächsten Abschlag zählt alles neu und wir regeln das hinterher und lassen uns jetzt hier nicht die Runde vermiesen bei der ganzen Geschichte. Genau. Das finde ich, man muss Regeln schon ernst nehmen, dafür sind sie da, aber man muss sie auch nicht blutig ernst nehmen. So, das ist das eine, und wenn ich das noch schnell anfügen darf, ich bin immer der Meinung, ein Golf-Professional, der sollte die Regeln kennen, das gehört zu seiner Grundausbildung, das sollte er wissen, aber ich bin auch der Meinung, wie Frank, dass es Regeln gibt, die vollkommen sinnlos mittlerweile sind. Die gehört sicherlich dazu, während dann Sachen, wenn Bälle im Divot auf dem Fairway liegen bleiben und nicht besser gelegt werden dürfen, das ist dann eine Regel, die längst überfällig ist, dass da Erleichterung in Anspruch genommen wird, Scorekarte, was auch immer. Was Horschel betrifft, Gott sei Dank haben die Profis das Fernsehen und selbst das kann nicht immer helfen, aber da geht es halt um Zentimeter und jeder Zentimeter entscheidet. Das ist halt nicht so, dass man sagt, komm, wir spielen mal nach deiner Distanz und nach meiner Distanz oder nach da, wo ich meine und wo der Ball ins Hindernis gegangen ist oder so. Dafür geht es, glaube ich, um zu viel, als dass man da etwas laxer mit umgeht. Deswegen wird da halt auch diskutiert. Es wird bei jedem Schnitzifutz der Schiedsrichter gerufen, damit man sicher gehen kann. Das ist, glaube ich, einfach auch eine andere Welt, die mit unserem Regeln. Aber ist es nicht auch euer Eindruck, dass es jetzt nicht exklusiv auf der PGA-Tour stattfindet? Also wie gesagt, selbst ich, der ich nicht so wahnsinnig viel Golf spiele, hab das schon mehrfach erlebt, dass Leute urplötzlich ihre Bälle gefunden haben, wo schon die drei Spielpartner vorher an der Stelle eben schon gesucht haben. Oder dass es eben genau zum Beispiel jetzt wie ähnlich wie bei Billy Horschel, nee, der war auf jeden Fall, der war schon drüber und ist dann zurückgerollt ins Wasser. Da muss man nicht oft Golf spielen, um da in irgendwelche Diskussionen verwickelt zu werden mit Leuten, die sich dann vielleicht da noch einen Vorteil irgendwie rausziehen wollen. Aber jetzt guck mal Fußball, nochmal einmal FC Bayern Dortmund, wieder mal, die ganze Welt sieht es, der Schiedsrichter hat es jetzt auch eingesehen, ein klarer Elfmeter. Der Schiri guckt sich nicht mal, die hätten ja sogar die Chance hätte gehabt, sich das anzugucken, er macht es ja nicht mal. Weil du sagst, es geht um viel. Hey, da ging es auch um irgendwas. Der hat die Chance, sich das anzugucken sogar. Die hatten nicht mal die Chance. Es war keine Kamera, hieß es, keine Kamerabild, kein Bild hat gesehen, wo ist der wirklich aufgekommen. Jetzt kann man sagen, Bill Horschel, okay, komm an, Sportsman, du sagst, der war im Wasser, ich dropp drüben. Hätte alle gesagt, wow, Respekt, Hammer. Nee, jeder kämpft für seine besten Rechte, für seine besten Möglichkeiten. Ja, der ist hier rein, der ist oben rein und dann ist doch klar, das kann man ihm auch unterstellen, hey, immer ein bisschen mehr Sportsmanship wäre schon nett gewesen. Andere haben geschrieben, ja, der Mitspieler Jason Day hätte sich durchsetzen müssen und hätte sagen müssen, du musst übers Wasser stehen, spielen, der ist da hinten schon reingegangen. Was soll das Ganze? Keiner hat es gesehen. Tatsachen entscheidet, was machen wir jetzt? Fertig. Dann droppen sie halt, spielen sie halt weiter. Die Welt bleibt weiterhin rund und dreht sich weiter. Ja. Das ist wahrscheinlich auch die beste Einstellung für uns Amateure, dass wir das vielleicht nicht zu ernst nehmen sollten, das Ganze. Und dann auch vielleicht einfach mal jemanden, der meint, er müsste da jetzt seinen Vorteil rausziehen, vielleicht dann auch einfach mal gewähren lassen. Ja. Tobi, einen Satz, wenn ich nochmal darf. Du hast eben gesagt, die Regeln sind ja nicht einfacher geworden, finde ich genauso wie du. Sie sind weniger geworden. Aber trotzdem sind dieses Ready Play kapiert kein Mensch. Obwohl es ganz einfach ist, aber es kapiert keiner. Die Fahne im Loch bringt gar nichts. Also ich merke nicht, dass es irgendwie schneller geht. Und das Lächerlichste finde ich dieses Kniehochdroppen. Also wer auf die Idee gekommen ist, der war, weiß ich nicht, die waren im Whisky-Rausch wahrscheinlich oder an dem Abend, keine Ahnung. Entweder lege ich den oder ich droppe ihn wieder von oben. Dieses Kniehoch ist ja ein Humbug hoch 4, finde ich. Ganz ehrlich. Legen war ja die erste Entscheidung oder die erste Idee damals, das wäre das Beste gewesen. Mhm. Legen, fertig, zack. Das geht auch schneller. Ja, jetzt eiern sie da rum, Knie hoch. Ne? Manche nehmen das Knie dann zum Kinn hoch, ist ja auch Knie hoch. Also da ist noch viel Luft, um das Spiel wirklich, nee, das ist wichtig, finde ich. Das ist viel Luft drin, um das Spiel noch einfacher, attraktiver, schneller zu machen. Das ist meine Meinung.
Ja, und wichtige Sachen wie Ball im Divot werden nicht neu geregelt, sondern das haben sie dann vergessen. Und das kommt bei jedem Turnier, kommt bei jedem PGA-Turnier 30 Mal vor. So. Ja. Und führt zu ärgerlichen Ergebnissen. Und Das noch ein gilt Schritt. eigentlich auch für uns Hobbygolfer, wenn wir mit dem zweiten Schlag in dem Divot liegen, was ein anderer mit dem ersten oder nach dem ersten rausgeschlagen hat. Und noch ein Beispiel, wenn ich das darf, bitte. Scottie Scheffler, Masters-Sieger, Hut ab, alles wunderbar, super gespielt. Aber die Situation an Loch 3. Der huckt den 50 Meter links in die Scheiße rein. Darf dann im Endeffekt, ich weiß schon warum, weil dann Scoreboard war, weil Scoreboard war ja nicht 100 Meter breit, darf dann rechts am Fairway ran droppen. Das muss ja der Amateur erstmal kapieren. Also das, ich habe es nicht kapiert, ganz ehrlich. Ich dachte, was ist denn hier los? Also noch weiter in den Busch kannst du nicht hauen. Und dann nach 10 Minuten Sabbelei mit zwei Schiedsrichtern darf er am Fairway ran droppen. Also Leute, das ist ja keine Regeln. Das ist ja Willkür. Ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal was oben drauf kommt, dass die Praxis auf den Profitouren nochmal eine ganz andere ist, auch wenn es dieselben Regeln sind wie für uns Amateure. Aber natürlich durch die zusätzlichen beweglichen Hindernisse, Ja. Leaderboards, Tribünen und so weiter, das im Ja. operativen Geschehen sozusagen dann auf einmal nochmal was ganz anderes ist und nicht so richtig übertragbar auf so ein Amateurspiel, Amateurturnier. Okay, auch wenn das jetzt alles unerfreuliche Beispiele waren sozusagen, vielleicht verlieren wir nochmal ein paar Worte darüber, wie ich ein besonders angenehmer Spielpartner bin. Für Wie? meine Golfrunde. Frag, wie bin ich dein bestmöglicher Spielpartner? Wie habe ich mich zu gebärden und zu benehmen, wenn ich an deiner Seite die Ehre habe, eine Runde Golf zu spielen? Spiele 7, denke 6, schreibe 5. Da bist du immer beliebt. Klassiker, ja. Aber Einfach ernsthaft, frag, was macht einen guten Spielpartner aus? Fair Play, es ist immer so wichtig, auch dass man dem anderen auch sagt, wenn er einen guten Schlag gemacht hat, hey, toller Schlag, einfach auch mal loben den anderen und nicht da stehen und denken, oh, warum hat der scheiß Tobi jetzt den guten Ball gemacht? Ja, mal anerkennen, was der andere macht, hey, super, toll. Wenn es dann Diskussionsfragen gibt, die freundlich, nett beantworten, vielleicht dem anderen schon mal helfen, Mensch, ich habe auch dich den Bunker, aber du musst da hinten drüben nochmal annähern oder so. Also, da gäbe es viele kleine Geschichten. Einfach miteinander fair umgehen, mehr nicht. Und das Spiel genießen. Jeder will gut spielen, jeder auf seine Art und Weise, klar. So, in Irland gibt es offensichtlich gerade ein kleines technisches Problem, deswegen hat Michael uns vorzeitig und unerwartet verlassen, hält uns aber nicht davon ab, Frank nochmal kurz tief im Gedächtnis zu kramen. Der kurioseste Spielpartner, die kurioseste Spielpartnerin, du spielst schon Jahrzehnte Golf. Was ist dir da schon widerfahren, was du vorher und nachher nicht geglaubt hast? Es ist so schwer, einzelne Sachen daraus zu filtern. Was ich immer sage, und das ist auch mein Lebensmotto, auch im Unterricht oder sonst wo, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, man trifft ja auch Menschen, die sind ein bisschen komisch, irgendwie sagt man so. Man kann es gar nicht genau begründen, was man damit genau sagen will. Aber was ich gelernt habe eben, und das finde ich ganz, ganz wichtig, hinter jedem Menschen ist irgendwie eine Geschichte. Und manchmal hat man gesagt, Mensch, was ist denn das für ein komischer Typ und hin und her und drum und dran. Und dann später beim Bier hat man sich unterhalten und hat man nochmal rausgehört, was da alles in den letzten Jahren vielleicht für ein Mist passiert ist in dem Leben. Und wo man dann verstehen kann, warum ist derjenige so. Und auf der Runde dann beim Golf, da kannst du ja ausflippen, da kann man sich ja auch ein bisschen ausleben manchmal. Dann hat man ein bisschen mehr Verständnis vielleicht für die Menschen, als immer zu verurteilen und der macht dies und der macht das und dann was jenes. Wir sind alles Individuen, sehr verschiedene und vielleicht muss man es einfach mal mehr so hinnehmen. Wunderschöne Schlussworte. Wir hoffen, dass die beherzigt werden. Gerade jetzt, wo der Saisonauftakt, denke ich, aller Orten gemacht ist. Und ja, für ein gutes Miteinander in der neuen angelaufenen Saison bedanken wir uns fürs Zuschauen. Like gern den Kanal, drückt die Glocke, abonniert uns und sendet uns vor allem auch Feedback. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt sie in die Kommentare, schickt sie per Mail oder ihr erreicht uns eh auf allen Social Media Kanälen, die es so gibt. Frank, herzlichen Dank. In Abwesenheit bedanke ich mich auch nochmal bei Michael. Der wird uns dann das nächste Mal wieder mit einer vernünftigen Leitung zur Verfügung stehen, wenn er wieder auf dem Kontinent ist. Ansonsten viel Spaß
an der irischen Küste. Nochmal vielen Dank, Frank. Wir hören uns Sehr nächste gerne. Woche wieder. Sehr gerne. Viel Spaß, liebe Golfer. Viel Spaß. Wetter ist gut. Geht raus.